Das vergangene Jahr war für die Landespolizei durch das Tagesgeschäft geprägt gewesen, wie der Polizeichef Adrian Hasler am Dienstagvormittag im Rahmen der Jahreskonferenz festgehalten hat. So ist zwar laut Statistik die Anzahl der Verkehrsunfälle im Berichtsjahr um 23% auf 403 gestiegen, der Anstieg ist aber laut der Landespolizei aber hauptsächlich auf eine neue Zählart zurückzuführen. Das heisst, früher haben wir bis 2011 Beteiligte, die sich geeinigt haben im Verkehrsunfall und das zum Beispiel das europäische Unfallprotokoll ausgefüllt haben, die haben das können ohne Beizug von Polizei lösen. Das heisst, wenn wir gekommen sind, haben wir sie unterstützt. Es hat aber keinen Bericht der GAG. Neu ist aber so, dass wir jeder Unfall, der uns bekannt ist, einen Bericht der GAG machen. Und deshalb ist jetzt die Zahl ein bisschen angestiegen. Bei den Straftaten nach Strafgesetzbuch hat die Landespolizei 2012 eine Zunahme um 8% um 1142 Fälle verzeichnen müssen. Besonders auffallend ist dabei der Anstieg von Vermögens- und Eigentumsdelikten, welcher um 18% auf 565 Tatbestände gestiegen ist. Der Anstieg ist laut Kripo-Chef Jules Hoch in erster Linie auf die Zunahme der Einbruchsdiebstähle um 26% zurückzuführen. Ich denke, jede Gesellschaft hat eine bestimmte Kriminalitätsbelastung. Und in Liechtenstein zeigt sich jetzt seit eigentlich 10 Jahren, dass wir uns im Rahmen von 1000 bis 1200 Tatbestände, Delikte, bewegen. Da gibt es jedes Jahr leichte Schwankungen in dem breiten Band drin. Aber grundsätzlich scheint das die Belastung der Kriminalität zu sein, die in unserem Land sozusagen ja, vorherrscht. Sie haben noch gesehen, die Jugendgewalt ist um 88 Delikte sehr hoch. Ja, es ist auffällig, dass wir eine relativ kleine Gruppe von Jugendlichen haben. Das sind 28 jugendliche Tatverdächtige, die wir ermittelt haben. Und die haben insgesamt 88 Tatbestände gesetzt. Das ist relativ viel, das zeigt, dass wir letztes Jahr auch einige Jugendliche darunter hatten, die wirklich sehr intensiv delinquiert haben. Und das ist im Vergleich zu den Vorjahren doch auffällig, wo wir dann für sich auch Jugendliche hatten, aber die dann sozusagen im Verhältnis zu den Delikten weniger Tatbestände gesetzt haben. Wie gestaltet sich denn die Nachfolge zum Ihrem jetzigen Posten? Es ist so, dass es, nachdem ich Regierungschef bin, dass es dann eine Interimslösung gibt bei der Polizei. Das heißt, die Regierung wird dann einen interimistischen Polizeichef bestellen und gleichzeitig wird nachher die Regierung auch eine Ausschreibung machen. Die Stelle wird extern ausgeschrieben und dann gibt es ein normales Rekrutierungsverfahren.